Einmal kamen Räuber in eine Einsiedelei eines Alten, und sie sagten zu ihm: Wir sind gekommen, alles in deinem Kellion zu nehmen. Der aber sagte: Was euch gut scheint, Kinder, nehmt. Sie nahmen nun, was sie im Kellion fanden, und gingen weg. Sie vergaßen aber ein Beutelchen, das dort aufgehängt war. Der Alte nahm es, eilte hinter ihnen her und schrie: Kinder, nehmt, was ihr im Kellion vergessen habt. Die aber wunderten sich über die Langmut des Alten, stellten ihm im Kellion alles wieder her, bereuten und sagten zueinander: Wahrlich, ein Mann Gottes ist das. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ein solches Wort der alten Mönche hören, dann wollen wir hier kein Unterhaltungsprogramm auffahren. Wir wollen dieses Wort auch nicht einfach belächeln und sagen: Boah, das ist cool, wie man heute sagt. Das ist ja eine nette Geschichte. So wie man plötzlich diese Geschichten der alten Mönche wieder entdeckt und sie dienen quasi zu unserer Belustigung. Oder sagen wir besser Unterhaltung. Nein. Dieser Alte war ein Mensch, wie wir auch Menschen sind. Und wir können vielleicht erahnen, aufgrund dessen, was da geschehen ist, wie er in dieser Situation reagiert hat. Und dass sogar diese Räuber am Schluss zu dem Urteil kommen: Das ist einer, der das Evangelium lebt. Das heißt, in ihm leuchtet Christus auf. Er ist ein Mann Gottes. Was es ihn gekostet haben mag. Ich will es niemandem wünschen hier, dass heute Nacht jemand bei uns einbricht. Aber dass wir dann noch entsprechend die Straße hinterherlaufen und noch was nachbringen, weil sie was vergessen haben. Aber es ist kein Unterschied zwischen diesen Räubern hier und unseren Räubern heute. Es ist kein Unterschied zwischen diesem alten Mönch und uns. Es sind Menschen. Was uns die Schrifttexte heute nahebringen wollen, ist, dass es ein unglaublicher Weg ist, den wir gehen müssen. Und dass wir nicht einfach einen Punkt erreichen, wo wir sagen: Ach, jetzt stellt sich schon sowas ein wie Vollkommenheit. Oder jetzt haben wir sozusagen schon ein gutes Land gewonnen, jetzt sind wir ein gutes Stück weiter im geistlichen Leben. Alle warnen davor, so zu denken. Ezechiel sagt es im Auftrag Gottes. Man kann ein Leben lang gerecht leben und genau an dem Punkt, wo man sich am sichersten fühlt, macht man die größten Fehler. Dann wird ein Leben, auch ein geistliches Leben, verwirrt. Und umgekehrt, das ist ja der Skandal des Evangeliums. Man kann ein Leben lang ein Verbrecher sein und umkehren, einsehen, Reue zeigen, dieses ganz aus der Mode gekommene Wort, und man wird gerettet. Das beste Beispiel dafür ist der Schächer am Kreuz. Man mag sich darüber aufregen. Klar, wenn wir am Sonntag noch dazu eingeladen haben, jetzt auch vielleicht in der Fastenzeit wenigstens einmal am Bergtag in die Messe zu kommen. Dieser Schächer war im Leben in keiner Messe. Konnte er natürlich auch nicht. Der hat sich keinem geistlichen Leben unterzogen. Aber im letzten ihm möglichen Moment hat er eingesehen und sich zu Christus bekehrt. Von ganzem Herzen. Das ist die Arbeit, die zu leisten ist. Und wenn wir uns dieser Arbeit unterstellen, liebe Schwestern und Brüder, geschieht etwas mit uns, dass wir verändert werden. Wenn wir in diesen Tagen so oft beten, dass wir zu neuen Menschen werden sollen, dann ist es die Veränderung des Evangeliums, das Wort Christi, das oft so skandalös ist, wenn wir das hören. Allein mit so einem Wort, das so schnell herausrutscht: Dummkopf, gottloser Narr. Wir können diese Litanei um einige hundert Begriffe erweitern, was wir halt so im Gebrauch haben. Jesus ist hier sehr streng. Aber es ist keine Strenge, die uns sozusagen Angst machen will oder die uns verunsichern soll, sie uns schon. Aber es ist eine Strenge, die uns hinführen will zu dieser Arbeit, dass wir unser Wort jeden Tag neu unter das Evangelium stellen, unser Leben unter dieses Wort stellen, damit unser Leben verändert wird. Hin auf das Evangelium hin, hin auf Christus hin.
Was die Alten der Wüste deutlich machen und immer wieder sagen, auch den Jüngeren, es ist ein Kampf, der ein Leben lang andauert, bis zum Ende. Und wir sollten darauf vorbereitet sein. Wir sollten diese Auseinandersetzung, in der wir stehen, annehmen, weil wir auch wissen dürfen, dass sie diesen Kampf, dann wären wir hoffnungslos verloren, nicht alleine führen müssen, sondern es ist einer, der für uns kämpft. Es ist einer, der für uns streitet und der die entscheidende Schlacht durch seinen Tod und sein Auferstehen schon für uns gewonnen hat.